Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zum 24. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Jungs, heute ist es soweit, heute gehen auch die letzten Preise raus an euch. Unter anderem auch das Knife, was heute rausgeht. So, wir fangen erstmal an. Preis Nummer 1 wäre mal... So, da sind wir. Ah, die Boys von gestern haben sich die Clutch-Keys noch nicht angenommen. Ja, okay. So, Preis Nummer 1, Hydra Key, ist der erste Preis für heute. So, als zweiten Preis haben wir dann für heute eine Farmers Roll Cage in Field Tested. Dann, dritter Preis für heute wäre eine MP7 Nemesis in Factory New. Ist sogar ein Sticker drauf, okay. Und als vierten Preis dann die AK Redline, ebenfalls Field Tested mit 4 Rob Stickern drauf. Schaut schon ziemlich nice aus. Und dann... Der fünfte Preis für heute ist auch der Hauptpreis, und zwar das Bowie Knife Knight in Minimal Wear. Bevor wir jetzt dann auch schon die Gewinner ziehen, möchte ich noch kurz erwähnen. Alle Gewinner von heute werden heute nicht kontaktiert, das werde ich erst morgen machen. Warum? Weil ich möchte, dass der Gewinner vom Knife das selber im Video erst sieht und da erst realisiert, okay, er hat das Knife gewonnen und nicht erst dann schon in einer Nachricht vielleicht schon spoilert. Und auch an die anderen Gewinner möchte ich halt, wie gesagt, dass die Nachricht halt nicht spoilern, dass sie das halt im Video dann sehen, dass sie gewonnen haben. Und weil ich nicht weiß, ob ich dann heute noch Zeit habe, werde ich dann die ganzen Preise erst morgen rausoffern und die Gewinner erst auch morgen kontaktieren. Falls ihr dann aber schon in dem Video gesehen habt, dass ihr gewonnen habt, könnt ihr mir auch hier eure Trade URL reinschreiben. Nee, das wird nichts. Wartet einfach, bis ich euch morgen kontaktiert habe und dann läuft das schon. Dann machen wir das einfach so, wie wir. Passt. So, und bevor wir jetzt auch noch die Gewinner ziehen, möchte ich noch kurz erwähnen, alle, die was gestern gewonnen haben, setzen jetzt bei den einzelnen Preisen aus, sind aber bei dem Hauptpreis mit dabei. Und auch die Leute, die was heute jetzt was gewinnen, einen von den vier Preisen, sind dann auch ebenfalls beim Hauptpreis mit dabei, Jungs. Beim Hauptpreis sind alle dabei, da hat jeder, der was unter dem 18. Türchen kommentiert hat, das positiv bewertet hat und auch ein Abonnent meines Kanals ist, der hat eine Chance dann auf das Knife. So, der erste Preis war ja der Hydra Key. Und der geht heute mal raus an OG. Nur OGs erinnern sich an mein Bild. Stehe ich nicht, aber Mate, Glückwunsch mal an dich. Du bekommst den Hydra Key von heute. So, der zweite Preis war ja dann die Farmers Roll Cage in Field Tested. Muss ich nochmal kurz nachgucken. Kurz vor 12. Cool, bin gespannt. Glückwunsch Mate, du bekommst jetzt mal die Farmers Roll Cage in Field Tested. Dann der nächste Preis war ja... Die MP7 Nemesis in Factory New, das ist ja auch ein ziemlich hoch gerateter Preis, beziehungsweise viele Leute von euch hypen sich auf die FN Nemesis so hart rein. Senpai, Glückwunsch mal an dich, du bekommst die MP7 Nemesis. So, jetzt wird es schon spannender, die AK Redline in Field Tested mit die 4 Rob Stickern. Schönes Ding, und die geht heute raus an den... Stripe Gamer. Huch, werde ich da etwa gewinnen? Oh ja, Mate, du hast die AK Redline gewonnen. Glückwunsch mal an dich. So Jungs, und bevor wir jetzt den Gewinner von dem Hauptpreis ziehen werden, möchte ich noch kurz etwas zu euch sagen. Und zwar möchte ich mich einfach mal bedanken für den ganzen Support, beziehungsweise für den Hype einfach. Manche Leute haben sich da echt reingehypt und hatten da auch echt Fun, und das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Dass ich, sage ich mal, jetzt die 24 Tage wirklich durchziehe, da jeden Tag ein Video raushau. Weil, und ich bin ja, ich mache das nicht hauptberuflich. Ich gehe ja normal arbeiten, komme von der Arbeit nach Hause und dann setze ich mich halt noch hin, 3-4 Stunden für das Video. Ich habe mir bis jetzt auch noch fast alle Kommentare durchgelesen, außer die jetzt von den gestrigen Video, da bin ich noch nicht ganz durch. Weil ich einfach zu wenig Zeit hatte, aber das werde ich. Ich werde mir dann sowieso noch alle durchlesen. Ich wollte mich, wie gesagt, einfach nur bei euch bedanken für den ganzen Support und, ja, freut mich, Boys. Und dann möchte ich jetzt auch noch erwähnen, falls da jetzt, weil ich auch gesehen habe, viele von euch sind einfach leer ausgegangen, weil manche haben halt nichts gewonnen, manche haben halt dann zweimal gewonnen und viele haben nur einen Preis gewonnen, hätten gerne einen zweiten. Der Adventskalender, ich sage mal, die Chancen stehen gut, dass ich nächstes Jahr wieder machen werde. Nur ich möchte da jetzt noch nichts versprechen, weil das ist erst in einem Jahr und in einem Jahr kann sich ja viel ändern oder kann ja viel passieren. Kann ja, also, wenn, ja, wie gesagt, die Chancen stehen gut, Bock hätte ich schon. Wenn ihr auch Bock hättet, dann
sollte da eigentlich nichts im Weg stehen. Ansonsten gibt es dann auch immer wieder Giveaways bei mir auf meinem Kanal. Ich mache das normalerweise immer so, dass ich ein monatliches Giveaway mache, dass ich jeden Monat halt ein Giveaway mache. Da geht dann halt meistens so, sag ich mal, eine Sarex oder ein 20-Euro-Skin raus. Hin und wieder geht da dann auch mal ein kleines Knife raus, so um die 40, 50 Euro. Das ist halt je nachdem, wie es halt gerade läuft bei mir, ob ich motiviert bin und ja. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, kommen natürlich öfters welche, aber ich schaue halt, dass ein Giveaway im Monat da ist. So Leute, jetzt ist es soweit, jetzt ziehen wir den Gewinner von dem Hauptpreis, von dem Bowie Knife. Wer wird der Boy oder das Girl sein, was sich dieses Prachtstück gönnt? Es ist wirklich ein nices Knife, Jungs. So, der Gewinner von dem Bowie Knife Night, von dem Hauptpreis des diesjährigen Adventskalenders ist... It's Hannes. Please, mach weiter so, Ehrenmann. GZ Hannes, Alter. Glückwunsch an dich, du bekommst das Bowie Knife Night in Minimalware und somit bist du auch der Gewinner des Hauptpreises dieses Jahres. Wie gesagt, alle Gewinner werden erst morgen kontaktiert. Aus dem Grund, ich möchte, dass die Gewinner von heute es selber in den Videos sehen werden und außerdem weiß ich nicht, wo ich um 8 Uhr bin. Kann sein, dass ich da gar nicht mehr zu Hause bin. Auf jeden Fall werde ich euch morgen kontaktieren, die Gewinner, also die Gewinner werden morgen kontaktiert und dort antwortet ihr dann bitte einfach nur mit eurer Trade-URL und ihr bekommt dann den Skin in den nächsten 24 Stunden, beziehungsweise der eine bekommt auch das Knife in den nächsten 24 Stunden. So, alle Gewinner wurden jetzt gezogen. Ihr habt jetzt, sage ich mal, bis Ende des Jahres Zeit, um eure Handelsanfragen anzunehmen oder auf meine Trade, also mir mal eure Trade-URL zu schicken. Ihr habt sozusagen jetzt eine Woche Zeit, Ende des Jahres. Wenn ihr das bis dorthin nicht macht, dann verfallen die Preise. Außer beim Knife Boy, Alter, da werde ich schon schauen, dass du das Ding bekommst. Weil das ist kein Schnäppchen, sage ich mal. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr noch einmal so richtig den Like-Button penetriert, Alter. Gebt mir ein Like, zeigt mir, wie hyped ihr seid. Ich meine, 24 Tage täglich ein Video durch. Also da einfach das durchzuziehen, auch Respekt an mich selbst, war nicht immer einfach. Hin und wieder hat mal einfach Shadowplay oder OBS, da hat es so seine Komplikationen gegeben, aber dennoch ging jeden Tag das Video online. Einmal war es sogar ziemlich knapp, da ging das Video glaube ich erst 11 Uhr oder wann das online kam, keine Ahnung, aber Jungs, ich habe es einmal mehr durchgezogen. 24 Tage, über 80 Preise. Über eine 400 Dollar Preis-Value ist rausgegangen. Boah, ist Alter. Ist eigentlich schon krass, was ich da gemacht habe, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, 400 Dollar, das ist pschuh, Alter. Soll mal einer nachmachen da draußen. Aber okay, ich gönne euch einfach. Ich habe ja genug Skins, Alter. Wie gesagt, über ein Like würde ich mich freuen, hilft mir auch extremst weiter. Dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, in Zukunft werden halt jetzt nicht mehr täglich, also jetzt kommen jetzt nicht mehr täglich Videos, aber ich werde halt mal gucken, dass ich so wie sonst halt auch 2 Videos die Woche raushau. Und ja, also dann wünsche ich euch auch nur noch eine frohe Weihnachten, viel Spaß mit eurer Familie, also genießt die Zeit, die Feiertage überhaupt. Jetzt haben wir meist noch 2 Wochen Urlaub, beziehungsweise 2 Wochen einfach Ferien, chillt, genießt die 2 Wochen, oder wenn nicht, dann chillt halt nur in den Feiertagen. Genießt die Feiertage. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Es ist, ja, Boys. Frohe Weihnachten einfach. Sag ich ciao. Und bis zum nächsten Mal. Euer Santa Elmo.